Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tippvideo auf meinem Kanal. Und heute gibt es also den nächsten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach gleich mal mit dem Tippen, aber das dauert hier natürlich wieder noch ein bisschen. Ja, mobile Daten eben ein. Da funktioniert das irgendwie nicht so. Da dauert das länger, bis diese App mal geladen hat. Aber jetzt hat Kicktipp geladen. Ich bin auf Platz 13 mit 115 Punkten. Bin anscheinend etwas abgefallen am letzten Spieltag. Kann man hier ja, denke ich, auch sehen. Dann dauert es wieder ewig. Aber jetzt haben wir es hier. 5 Plätze bin ich tatsächlich runtergefallen. Nur 6 Punkte geholt war. Ja, nicht so gut letzten Spieltag. Jetzt Länderspielpause zwischen Spieltag 12 müssten wir jetzt dann haben. Gehen wir auf Tippabgabe für den 12. Spieltag. Kann ja wie immer ein bisschen dauern. Das mag ich immer gar nicht, wenn das ewig dauert. So, jetzt können wir starten mit Leverkusen gegen Stuttgart am Freitagabend. Ja, bei Leverkusen und bei Stuttgart läuft es bei beiden nicht so. Beide hatten andere Vorstellungen vor der Saison. Leverkusen wollte ja wieder, ja, international dabei sein. Auch die Stuttgarter hatten diese Ambitionen. Stuttgart jetzt immer noch Tabellenletzter, haben aber letztens gewonnen. Leverkusen auch nur 13. Ja, schwierig zu sagen, dieses Spiel. Ja, Stuttgart auch etwas im Aufwind. Leverkusen jetzt eher nicht. Ich gehe trotzdem auf eine Punkteteilung. Ein 1-1 unentschieden. Dann am Samstag um 15.30 Uhr in der Konferenz Mainz gegen Dortmund. Ja, die Mainzer auf dem 9. Platz im gesicherten Mittelfeld und Borussia Dortmund souveräner Tabellenführer. Am letzten Spieltag haben sie auch gegen Bayern gewonnen. Müsste der letzte Spieltag gewesen sein. Auf jeden Fall Dortmund, denke ich, die werden gegen Mainz auch gewinnen. Ganz klar, Dortmund auch so ein Titelkandidat, denke ich, diese Saison. Sie haben das Zeug, den Titel zu gewinnen. Dazu müssen sie aber in Mainz gewinnen und ich denke, sie werden es auch machen mit 2-0. Dann Augsburg gegen Frankfurt. Ja, die Frankfurter sind ziemlich gut drauf. Platz 4 sind sie, noch vor den Bayern. Die Augsburger auf Platz 10 im Mittelfeld, da wo sie die letzten Jahre auch schon zu Hause waren. Augsburg-Frankfurt. Dass ich persönlich Frankfurt etwas stärker. Ja, ich gehe auf Frankfurt sogar auf einen 2-1 Auswärtssieg. Die Frankfurter können diese Saison echt, ja, was reißen, wenn sie so weiter spielen. Dann Hertha gegen Hoffenheim, 8. gegen 6. Da ist viel drin. Aber die Hoffenheimer zuletzt im Aufwind. Ja, bei Hertha lief zuletzt nicht mehr ganz so. 1-4 verloren gegen Fortuna Düsseldorf, also das war echt keine gute Leistung. Und auch aus diesem Punkt denke ich, dass sie gegen Hoffenheim wieder verlieren mit 1-3 diesmal. Dann VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig, Wolfsburg auf Platz 12 und die Leipziger 3. Und auch hier gehe ich auf die Auswärtsmannschaft. Das ist ja in diesem Spiel so, dass die Auswärtsmannschaft schon der Favorit sind. Ja, im nächsten Spiel nicht, aber kommt mir so vor. Vor allem in den Samstagspielen. In den ersten 4. Hier gehe ich auch wieder auf einen Auswärtssieg. Ich denke 1-0 knappe Sieg für Leipzig. Dann Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf. Die Bayern nur 5. durch die Niederlage gegen Dortmund. Da wo sie aber gut gespielt haben. Einen Punkt auf jeden Fall verdient hätten. Düsseldorf, die sind durch den Sieg gegen Hertha, durch dieses 4-1. In der Höhe auch etwas überraschend, dass sie so hoch gewonnen haben. Zwar immer noch 17., aber schon ganz nah am 16. und 15. dran. Aber gegen die Bayern, denke ich, wird Düsseldorf nichts holen. Das wird eine klare Sache, ein klares 3-0 für Bayern. Dann Schalke gegen Nürnberg, das ja Topspiel ist es für mich, ja, eher nicht so. Aber aufgrund der Tabellensituation könnte man es schon als so, ja, Abstiegskrimi betiteln. Schalke nämlich auf Platz 14 und Nürnberg auf Platz 15. Also beide,
Ja, sind unten in der gefährlichen Zone. Also wer dieses Spiel hier verliert, ja, steckt unten drin dann im Abstiegskampf. Also Schalke hat mehr Druck als Nürnberg. Schalke hat mehr Druck als Nürnberg, deswegen kann Nürnberg nur gewinnen. Aber ich denke, dass es Schalke am Ende machen wird mit einem knappen 2:1 Heimsieg. Dann Freiburg gegen Bremen. Freiburg auf Platz 11 und Bremen ist siebter. Ja, Bremen-Freiburg. Das ist für mich so ein typisches, ja, Unentschieden. Aber es wird torreich. Es wird torreich, Leute. 2:2 Unentschieden, denke ich. Und das letzte Spiel noch Gladbach gegen Hannover. Und die Gladbacher spielen eine bärenstarke Hinrunde bisher. Platz 2 hinter Borussia Dortmund. Ja, Gladbach gefällt mir bisher. In dieser Saison Hannover eher nicht so. Zwar letztens gewonnen gegen den VfL Wolfsburg, aber ja, diese Saison gefallen sie mir eher nicht so. Deshalb sind sie ja auch auf dem 16. Platz Relegation. Aber ich denke hier auch Gladbach wird es machen. Gladbach macht es mit 3:1. Dann Tipp speichern. Kann jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Und dann lese ich natürlich nochmal alle Tipps vor. Leverkusen, Stuttgart 1:1, Mainz, Dortmund 0:2, Augsburg, Frankfurt 1:2, Hertha, Hoffenheim 1:3, Wolfsburg, Leipzig 0:1, Bayern, Düsseldorf 3:0, Schalke, Nürnberg 2:1, Freiburg, Bremen 2:2 und Gladbach gegen Hannover 3:1. Das sind meine Tipps für den 12. Spieltag. Der Fußball-Bundesliga jetzt auch wieder etwas mehr Tipp-Videos. Ich war schon die letzten Spieltage, ja, lief es einfach nicht so gut mit den Tipp-Videos. Da war ich auch etwas erkältet. Momentan geht es mir wieder besser. Aus erkältungstechnischen Gründen. Aus anderen Gründen jetzt eher nicht so. Aber dazu vielleicht irgendwann anders mehr. Auf jeden Fall, 7 Minuten haben wir jetzt schon. Platz 13. Ja, bin etwas abgefallen in den letzten Tagen, Wochen, aber es soll jetzt wieder zurück in die Top 10 zumindest gehen. Also ganz nach oben wird es eh schwierig, aber ich sage so mal, der sechste Platz ist auch nur 5 Punkte weg, also da kann sich noch an einem Spieltag ziemlich viel verschieben. Und ja, dann haben wir also bis zur Winterpause an jedem Samstagnachmittag, ja, wieder was zu tun, nämlich Fußball hören. Ich höre Fußball immer im Radio an, auf Bayern 1. Die machen das echt toll. Also kann ich euch nur empfehlen. Hört auf jeden Fall mal rein dann am Samstagnachmittag, wenn Bundesliga ist. Finde ich immer das recht gut, weil die ganzen Bezahlsender da sind schon recht teuer. Also für Fußball Geld zu bezahlen, um das anzusehen, ist eher nicht so meins. Deshalb höre ich es im Radio an. Das ist da, denke ich, eine ganz gute Alternative, aber ich habe jetzt, denke ich, schon wieder zu viel gehedert. Zweite und dritte Liga gibt es, denke ich, auch noch, morgen und übermorgen. Ich werde das Video heute noch rausbringen am Mittwoch, wo ich es aufnehme. Und dann am Donnerstag zweite Liga und am Freitag dann dritte Liga. So werden wir es, denke ich, machen. Und damit war es das mit diesem Video. Also bis zum nächsten Mal und ciao.